Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu The Culling mit dem Main. Ja, ich hab den ganzen Tag eigentlich jetzt schon auf Sonntag dazu kommen, zockst ein bisschen The Culling. Ich habe in Rekordzeit, glaube ich, jetzt 10 Runden gespielt im Duo. Und einer davon war annehmbar. Ein einziger Mitspieler von dem war annehmbar. Kannst du nur in der Ecke kotzen, ehrlich. Das ist ein Witz. Ich würde es so gerne machen, aber... Weißt du, es ist ja nicht die Tatsache meiner Mitspieler, sondern dass die anderen richtig zusammen spielen dürfen. Macht immer noch keinen Sinn für mich. Warum es hier einmal, wo man sich für random anmelden kann. Und dann aber gegen richtige Teams spielen muss. Kann sein, dass du... Dass es, glaube ich, 8 Teams gibt es? Ja, müsste. Es gibt 8 Teams und es kann sein, dass 7 davon richtige Teams sind und du bist alleine mit dem Newbie. Und das ist nicht aus der Luft gegriffen. Das passiert wirklich sehr oft. Ist eigentlich echt schade. Verstehe nicht, warum nicht einfach die random Leute, weil das Solo-Spieler sich für beides anmelden können. Und da, wo was frei ist, da kannst du mitspielen. Das reicht doch schon. Aber dann nicht gegen echte Teams. Das ist. Also du musst jemanden erwischen, der im Solo richtig gut ist. Um da mithalten zu können, dann. So. Kommst du jetzt bitte mal von dem Dach da oben runter? Wo bist du? What a bloody mess! You poked every hole they had and made some new ones. Don't worry. Someone on this island is judge, jury, and executioner. Dann zu dir. Im Gegensatz zu diesem jungen Freund. Bin ich etwas schneller unterwegs. Bullshit, ja. Sometimes a sharp stick is all you need. Ja, was ich gerne bräuchte, ist die Leiche von ihm hier und der dazugehörige Bogen, den er hat fallen lassen. Das ist doch ein Scherz, ey. Ja. Alles gefixt, gar kein Problem. Muss ja hier liegen, ne? Ja, ja. Springt nichts mehr weg oder so. Das ist alles physikalisch genau. Someone is butchering other contestants. Hat ihn irgendwann gezogen und hat ein paar aufs Maul gekriegt? Nee. Your enemy
just killed somebody with a knife. Schön. Wow, another contestant is dead. Arrow kill. Your request was not completed. Please try again. Fick dich. Entschuldige meine Wortwahl, ich habe den Airdrop nicht geändert. Ach, so ein Kack. Ja, ich habe den Wikinger mal ausgetestet, aber da ja, habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf gehabt. Have you ever choked yourself? Just a little. You know what I'm talking about. It can feel great if you do it at the right moment. Well, this is the moment to choke everyone. A lot. And this time, you won't need a belt. Get your hands down to the center and release the chokening. Wusa. So. Ja, meine lieben Freunde, jetzt machen wir uns auf eine Reise. Nach dem T3-Speer. Scheiße. Ja, kein Wunder. Ach ja, jetzt habe ich die. Nee. Jetzt habe ich die Truhe oben vergessen auf dem Dach. Sehr schön. Irgendwelche Spritzen? Nein. Hier ist noch eine Spritze hinter. Ich habe einen Chemiker drin, ne? Jetzt war ich mir plötzlich nicht mehr sicher. Wer lässt denn unten alles frei und geht nur oben gucken? A contestant just got sliced into bite-sized chunks. Was ist denn das? Random Airdrop oder was? Der jetzt so. Der so langsam über den Berg schleicht. Oder verschwindet der gerade? Nee, das ist einer, der gerade verschwindet. Ja, das tut mir jetzt unglaublich leid, dass wir jetzt hier so eine etwas unspannende Reise machen müssen. Also normalerweise hätte ich jetzt meinen T4 Rob und würde Leute kaputt machen. Stattdessen habe ich jetzt einen Speer. Nein, ich habe einen Stock und einen Stein. Das darf man eigentlich als Speer bezeichnen. Bei Minute 16. Da wird doch wohl irgendwo ein scheiß Survival-Speer sein. So, ich weiß nicht, was in dem Haus rechts war. Ich gehe jetzt noch links. Ich gehe jetzt durch den Bunker, dann gehe ich zu Kyle Peppers und dann gehe ich zum anderen Bunker. Es nervt. Es tut mir voll leid. Willst du gerade deinen Airdrop rufen und dann steht da der Wikinger. Hä? Nee. Was soll ich denn damit? Ich hab Speedy Spear. Und eine bessere Armor. Oh, das ist echt so ärgerlich. Der, der hier oben gespawnt ist, wo ist der lang? Did you hit your head? It's
It's time to play Three Crate Monty. In 2 minutes, three packages will spawn in the center arena. Only one of them has a reward. The other two are full of imagination. In this case, imagination is explosives. That's Three Crate Monty. Good luck. Das ist so kacke. No, Jay. Spannung, Spiel und Spaß. Fick dich. Och, so ein Fehler, ey. Das ist doch nicht zu fassen. Nutzlosen Airdrop eingepackt. Dann kann man sich wenigstens mal die Map angucken. Da niemand D2-Speer für mich. Jetzt fighten die schon wieder. Hört auf zu fighten, bevor ich meinen Speer nicht gefunden habe. Monty! We just added three crates to the center arena. Only one crate has an item in it. The other two are full of pain. Choose carefully and bring a bandage with you. That's Three Crate Monty. Good luck! An opponent just got cut into little pieces with a blade. Yay! Er spielt mir noch auf Blade. Es geht mir auf den Sack, ey. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Innerlich so. Dreck. Ist der Wespe? Achso. Mr. Wespe wollte gerade auf meinem Arm landen, da war ich etwas, da musste ich mal ganz kurz einen Schritt zurück. Ja, schön. T1-Waffe. Da oben war ein Explosive drin. Nervt mich ganz schön. Schreibt doch mal in die Kommentare, was hättet ihr getan jetzt? Also den OJ habe ich jetzt geholt, aufgrund dessen, dass ich den Chemiker drin habe und ich hatte sowieso genug Funk. Ist eigentlich auch ganz schön bitter, dass ich in diesem Game hier gerade 450 Funk zusammengesammelt habe. Und ich habe nicht mal alles verkauft. So, zwei Stationen können wir noch machen. Wir können hier kurz reingucken. Na, war ja klar. OJ. Und wir sind in der Lage, bei der Pump noch reinzugucken. Und irgendeine Waffe zu kaufen. Und der Prämisse, sie ist noch da. Da drüben wird gefightet anscheinend. Ich kann nichts machen, ey.
Das Ende einer Reise. Und jetzt sterbe ich gleich. So. Mal dich. Ja, war schön. That spear kill was pretty baller. You were ballin'. Power ballin'. Komm her. Auf wegzulaufen. Das ist der T4-Speer. Victory. Meine lieben Freunde, bitte schreibt mir in die Kommentare, was hättet ihr getan an meiner Stelle, wenn ihr den falschen Airdrop drin hattet. Also wie gesagt, wir hätten diese Arena noch richtig schön zerlegen können mit dem richtigen Airdrop. Wir hatten bei Minute 20 eigentlich den Fang schon voll für unseren Airdrop. Würde mich interessieren. Und allgemein, immer gern gesehen, Kommentare. Kommentieren und kritisieren heißt es hier. Ja. Was soll ich sagen? Ey, ich habe... Wir sind jetzt nur durch die Gegend gelaufen. Wir wurden nicht angegriffen. Wir hatten die ganze Zeit einen schönen Bogen dabei, der im Early und ja, vielleicht noch im Midgame, aber eher im Early Game ist der Bogen noch stark. Danach ist er eigentlich sinnfrei. Weil, wie gesagt, ist kein Blutungsschaden mehr drauf. Jeder, der eine Body Armor hat, blockt das. Da ist dann halt einfach nur noch die True Damage, die auf dem Bogen ist, relevant. Die auch bei dem Compound-Bau nicht gerade wenig ist. Ja. Das war eine Runde Solo mit nicht dem Main, sondern mit dem Trolley. War bestimmt der Trolley, oder? Na, Mist. Steht sogar Main drin. Ja, natürlich nehmen wir den Cyclops rein. Gut, meine lieben Freunde, das war eine Runde Sickerling. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Midnight. Ciao.